Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, 25.07. Gestern habe ich die Trading Session beendet. Es ging allerdings noch weiter. Und hier bin ich in der Historie der Trades von gestern. Also wir hatten hier 2,99 Euro bei mir, nee, Euro bei mir. Und es war jetzt so, dass das ja bezogen auf den auf die Einlage 0,3% waren. Das Tagesziel jeweils ist 0,5%. Und es wurden dann noch weitere Trades eröffnet, also eine Staffel oder zweimal. Und leider hat man diesen kleinen Gewinn, diesen Teilgewinn wieder aufgezehrt. Und gestern gingen wir also mit einer Null aus dem Handel. Und damit hat er es dann auch belassen und hat gesagt, der Markt läuft zu uneinheitlich, mal in die eine oder andere Richtung, und das ist ihm zu riskant. Gehen wir mal noch kurz auf die Gesamtübersicht. Wir sind jetzt im Juli bei knapp 8% und bei knapp 6%, kann ich nicht mal lesen. Und wir haben jetzt noch, im Juli haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Handelstage. 5 Handelstage, wenn wir die 0,5 erreichen, sind es 2,5%. Und dann wären wir bei, ja, wieder auf dem Niveau, ja, vom Juni. Jetzt schauen wir, wie sich's heute entwickelt. Und gehen dann mal wieder rüber. Und im Moment hat sie noch nichts getan. Ich bin jetzt noch auf der Stundenübersicht. Am besten ist es ja immer von der großen Übersicht, von der großen Skalierung in die kleine Ansicht zu gehen. Also hier ist jetzt die Frage, ob da wirklich jetzt dann ein Ausbruch nach oben kommt. Hier starker Impuls nach oben, Konsolidierung. Und ja, werden wir heute sehen. Gehen wir in eine Einheit kleiner, die 4 Stunden, und dann in die Stunde. Und hierzu hat sich wirklich nicht viel getan. Gehen wir mal in die 30er Runde, 30 Minuten leicht ansteigend. Der Markt beginnt ohne ein Gap, also ohne großen Schritt, wo dann gleich eine Kurslücke entsteht, sondern einfach nur ganz normal begonnen. Also wirklich ohne große Dynamik oder Impulse. Und das ist jetzt dann auch die Frage, findet er hier einen Einstieg? Ja, wobei hier ist doch schon ein bisschen eine Bandbreite da. Schauen wir mal. Die Frage ist ja immer, wie lange muss man warten, bis man das passende Signal erhält oder bis das passende Setup kommt, die passende Konstellation, um dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in steigende oder fallende Richtung in den Markt. Ich vermute, dass heute wieder eher Verkaufskurse gesetzt werden. Aufträge. Weil wir haben nicht wirklich Dynamik, und wenn es nach oben ausbricht, wenn der Kurs nach oben ausbricht und hier wieder wie hier zurückkommt, weil ein Ausbruch immer gleich dann genutzt wird von Marktteilnehmern, um zu verkaufen, dann nennt man das ein False Breakout, und dann geht es eher in die andere Richtung. Also ein Ausbruch wird dann nicht genutzt, um weitere Käufe zu tätigen von Marktteilnehmern, sondern um zu verkaufen, und dann wird natürlich dieser Impuls nach oben gleich wieder im Keim erstickt.
So, die erste Verkaufsposition ist eröffnet. War also meine Einschätzung in dem Fall richtig, dass er auf fallende Kurse setzt? Bin mal gespannt, ob wir mal einen Tag erleben, wo wir auch 1% machen. Vielleicht dann auch, wenn er aus dem Urlaub zurück ist, jetzt diese Woche, wo man dann auch mal längere Trading Sessions hat. Ich denke, jetzt im Urlaub hat er sich auch ein bisschen auf ein Minimum fokussiert. Finde ich super, dass er im Urlaub auch tradet und dass wir da auch davon partizipieren können und dass es nicht eine Pause gibt. Gibt ja auch Trader, die dann sagen, ich habe jetzt 2 Wochen kein Trading. So, jetzt baut sich wieder eine Staffel auf und vielleicht noch allgemein zum Trading. Trading ist kein Hexenwerk und es kochen alle mit Wasser. Also es sind Millionen von Marktteilnehmern, die entsprechend ihre Strategien umsetzen und am Markt agieren. Jetzt ist die Frage, ob man sowas selbst machen kann oder möchte. Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel Kapital hat man zur Verfügung? Wie viel Kapital kann man verlieren, bis man erfolgreich wird? Fängt man mit einem Demokonto an? Arbeitet also mit einem virtuellen Konto und arbeitet sich erstmal rein, macht vielleicht einen Kurs. Vielleicht eine Ausbildung, also auch live irgendwo eine Ausbildung oder Online-Kurse. Welche Strategien wählt man aus zum Trading? Also hier machen wir eben nur Daytrading, das ist eine Variante. Das heißt, am Ende der Trading-Session sind alle Positionen geschlossen. Wir nehmen keine Position mit in den nächsten Tag. Wir lassen keine Positionen stehen. Man schließt auch dann im Minus, eventuell, wenn es nicht aufgeht an dem Tag. Und dann gibt es eben ganz unterschiedliche Strategien. Und von daher muss man sich, wenn man sich selbst grundsätzlich mit dem Thema befasst, ob man da überhaupt selbst was machen möchte, muss man sich schon einige Fragen stellen. Auch was möchte ich in die Ausbildung investieren? Was für ein Typ bin ich? Lerne ich, meine Emotionen zu kontrollieren, weil die meisten scheitern an sich selbst, nicht an der Strategie oder an der Technik oder an den Ansätzen, sondern dass sie aus Angst oder Gier dann die falschen Entscheidungen treffen oder aus Ungeduld oder wie auch immer. Ja. Und das sind eben diese Dinge, die lernt man, glaube ich, nur im Lauf der Jahre, ein erfolgreicher Trader zu werden. Und im Copy Trading ist es eben so, dass wir von diesem Erfahrungsschatz und von dieser Lernkurve, die der Trader, über die Jahre vollzogen hat, dass wir uns da einfach andocken können und davon profitieren können. Und von daher ist es für mich eigentlich die bevorzugte Variante und ich
baue gerne Netzwerke auf, das heißt, ich teile das, ich mache anderen die Informationen zugänglich und von daher ist es eben meine Arbeit, die ich in das Thema Trading investiere, dass andere davon erfahren und entscheiden können, möchte ich das nutzen, ohne dass ich irgendeinen Zeitaufwand habe. Ich muss das Konto einrichten, ich muss mich andocken, das sind ein paar Klicks und eine Überweisung und dann kann man starten und kann jederzeit auch entscheiden, ob man Gelder entnimmt oder aufstockt. Und dann gibt es auch noch in Zukunft die Möglichkeit, sich mit dem Trader mal auszutauschen, ein paar Fragen zu stellen. Und jetzt ist es einfach so, dass wir da so eine gewisse Basis-Community aufbauen und dann wird es auch mal einen Call geben, wo wir dann einen persönlichen Austausch machen. Nur der Trader sagt einfach, ich baue jetzt keine Struktur oder keine Followerschaft auf. Das wird alles automatisiert über den Broker gemacht, dass man sich dort andocken kann, dass man ihn auch finden kann und seine Daten anschauen kann. Und dann docken sich eben Leute an mit kleinen Konten, also im 100er-Bereich. Und beobachten ihn. Viele abonnieren auch viele oder manche Trader, mehrere Trader mit unterschiedlichen Strategien. Und wir gehen jetzt eben den Ansatz oder ich, dass ich eigentlich nur ihn abonniere auf meinem Konto und dass ich mit ihm einen sehr engen Kontakt pflege. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe für aktive Nutzer, wo dann jeder Tag auch noch etwas kommentiert wird, warum die Session so gelaufen ist und was die Hintergründe waren und auch welche Entscheidung er dann getroffen hat. Zum Beispiel gestern noch einen zweiten Trade zu machen oder eine zweite Staffel wie hier aufzubauen und die war dann eben nicht erfolgreich und dann hat man einen Schlussstrich gezogen und hat unter dem Strich dann eben ein neutrales Ergebnis erreicht, sagen wir es mal so. Und ja, von daher schauen wir, wie die Trading-Session heute läuft. Und wer Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden, kann Fragen stellen oder dann auch den Einstieg mit mir zusammen machen. Ich unterstütze da gerne. Jeder muss aber selber die Entscheidung für sich treffen. Möchte er das tun? Möchte er das nutzen? Und auch mit welchem Betrag entsprechend seiner finanziellen Situation möchte er in diese Möglichkeit einsteigen. Und jetzt schauen wir, was heute der Tag bringt. Und dann hoffen wir auf einen guten Auftakt in die neue Handelswoche. Vielleicht mal noch zum Thema Drawdown. Wenn wir hier jetzt schließen würden, dann hätten wir bezogen auf mein Konto 2% Drawdown. Also nur mal, dass man auch sieht, wie mit welchem Risiko hier agiert wird. Wir hätten dann 2% vom Gesamtkapital Verlust realisiert. Und wenn man hier auf die Übersicht geht, dann kann man auch hier den Drawdown sehen. Und wir haben hier maximal realisierten Drawdown 0,8%. 0,8% vom investierten Kapital, vom Guthaben auf dem Brokerkonto wurde maximal im Verlust geschlossen. Ja, und hier im Juni 0,3, 0,26. Also da sieht man schon, dass doch sehr, sehr konservativ agiert wird. Hier sieht man auch den einzelnen Profit. Und das ist dann quasi kumuliert die Renditekurve. Hier sieht man, man hat jetzt seither zwei Tagesverluste realisiert. Es gibt doch viele Tage, wo man nur sehr kleine Profite gemacht hat. Ja, hier. Und aber hier am Anfang war es noch recht interessant. Aber
Wichtig ist eben, keine oder sehr wenige Verluste zu realisieren und jeden Tag Gewinne einzusammeln. Hier die letzten 2 Tage, das habe ich auch dokumentiert, die letzten paar Tage war nicht wirklich sehr erfolgreich. Jetzt schauen wir, wie der heutige Tag endet und mit was für einem Ergebnis wir heute aus dem Markt gehen. Es ist halt eben so, Märkte ohne klare Tendenz, ohne starke Impulse sind fürs Daytrading schwierig. Und dann muss man halt einfach auch sagen, okay, man provoziert es jetzt nicht oder man erzwingt es nicht, sondern man gibt sich auch in einer gewissen Phase mit überschaubaren Erträgen zufrieden. Und dementsprechend sieht auch das hier so aus. Und dann schauen wir mal, wie sich die nächsten Monate weiterentwickelt. Und aber ich persönlich bin mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden. Ja, jeder Tag, jeder Monat im Plus und auch ein schönes Plus. Wie gesagt, hier gehen beim Trader jeweils 30% Performance Fee ab. Davon geht auch ein Teil an den Empfehlungsgeber. Kann ich jetzt auch sagen, das sind 30% von den 30%. Und wenn man dann entsprechend selber auch weiterempfiehlt, kann man sich da auch noch zusätzlich zu den Erträgen, die man erzielt, kann man sich zusätzlich auch noch Einkommen über Provision aufbauen. Gehen wir mal nochmal auf andere Zeiteinheiten, um zu schauen. Wir sind also hier jetzt schon auf einem hohen Niveau, wo Widerstände auch sich ausgebildet haben. Und die Frage ist, kommt jetzt nochmal ein stärkerer Impuls nach oben? Dann wird es interessant für heute, weil wir haben jetzt doch eine große Position. Groß ist immer noch relativ klein, das sind 2,5% bezogen aufs Kapital. Aber die Frage ist, wie weit läuft der Kurs noch nach oben und gibt es dann mal einen kräftigeren Rücksetzer? Das wäre noch interessant. Das wäre der Wunsch, aber die Börse ist ja kein Wunschkonzert. Bleiben wir mal in der 15-Minuten-Skalierung, dann sehen wir auch hier diese Niveaus und dann schauen wir, was kursmäßig jetzt sich noch entwickelt. Also wir sehen ja hier, wir haben diese oszillierenden Wellenbewegungen hier in einem sehr schmalen Band. Hier haben wir das Ganze, wenn man da 2 Linien ziehen würde, bisschen mit einer größeren Range. Und ja, jetzt müssten wir eigentlich nur hier wieder auf den Ausgangspunkt zurückkommen, dann haben wir einen schönen Tagesgewinn. Aber wir brauchen noch etwas Geduld. Jetzt wollte ich gerade sagen, was natürlich wünschenswert wäre, wenn man den Kurs noch etwas weiter runterlaufen lassen würde. Jetzt hat er alle Trades geschlossen. Und dann gehen wir mal auf den Zeitraum und gehen auf den heutigen Tag. Und wir haben heute jetzt ein Plus von 0,43%.
Ich hätte mir gewünscht, aber ich bin ja nicht der Trader, der entscheidet. Ich hätte mir gewünscht, noch etwas zu warten, bis es noch ein bisschen weiter nach unten läuft. Aber Sicherheit geht vor und ja, das wäre in die richtige Richtung gegangen. Aber hinterher ist man immer klüger und kann schlaue Sprüche machen. Und am besten ist es wirklich dann auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht gibt es nochmal einen Einstieg. Ich denke, dass ich die Session jetzt heute beende hiermit. Und ja, das wäre nochmal schön ins Plus gelaufen. Das wäre wünschenswert. Aber wie gesagt, wir haben einen schönen Gewinn realisiert. Und wir sind jetzt aus dem Markt draußen. Wenn sich noch was tut, werde ich das morgen nochmal kommentieren. In diesem Sinne, einen schönen Arbeitstag oder freien Tag, je nachdem, in was für einer aktuellen Situation ihr gerade seid, und bis morgen.